Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute mein Video auf diesem Kanal für die Leute, die mich noch nicht kennen, die mich noch nicht gesehen haben. So sehe ich aus, der fresche Junge mit frischen Haaren, Leute, ihr wisst Bescheid. Genau, ich möchte heute einfach was dazu sagen. Ihr lest es schon im Titel. Meine Livestreams werden gerade nicht in der Abo-Box angezeigt. Ich habe eigentlich schon dazu ein Video gemacht, aber irgendwie schreiben mich trotzdem immer noch Haufen auf Insta an oder ich zocke auch privat gerade Modern Warfare oder so, dann ist mal die Party öffentlich, dann schauen welche rein. Hey Bruder, wann bist du wieder live? Kollege, hast du das Video letztens nicht angeschaut? Samstag, liebe Leute, werde ich wieder live sein und dann hoffe ich einfach, dass meine Livestreams wieder in der Abo-Box angezeigt werden. Videos und so werden ja angezeigt in der Abo-Box, also so ein Video wie jetzt, was ich gerade hier aufnehme. Aber wenn ich live bin, wird nirgendwo angezeigt. Oder Leute, die auch Glocke aktiviert haben, bei manchen auch nicht. Also die einzigen, die dann den Kanal zeigen, dass ich live bin, sind die, die die Glocke aktiviert haben. Manche sogar nicht, wie gesagt. Und das war's. Das kann es nicht sein. Ich werde nirgendwo angezeigt, nirgendwo empfohlen, als ob der Kanal nicht existiert. Und es kann nicht sein. Und dazu möchte ich heute einfach was sagen, liebe Leute. Ich war jetzt die letzten 3, 4 Wochen durchgehend live. Da kann keiner was sagen. Durchgehend, 3, 4 Wochen lang war ich durchgehend live. Vielleicht eine Woche ein, zweimal Pause gemacht. Sonst war ich immer live. Könnt ihr alle nachschauen. Deswegen, man kann nicht zu mir sagen, dass ich inaktiv war. Und liebe Leute, ich hoffe, wie gesagt, dass Samstag einfach die Abo-Box geht. Weil irgendwie funktioniert die Abo-Box. Ich habe gesehen, bei größeren YouTubern, ich bin nicht der Einzige, dass die Livestreams nicht in der Abo-Box angezeigt ist. Habe ich schon öfters mitgekriegt und auch bei anderen Streamern war ich mal dabei. Kleinere Stream oder größere Stream habe ich gesehen, dass da der Livestream auch nicht in der Abo-Box angezeigt wird. Und das kann nicht sein zum Fick, dass einfach meine Livestreams nicht in der Abo-Box angezeigt werden. Ich möchte einfach wieder ganz normal in Ruhe live gehen, zocken mit euch. Zocken, Live-Chat lesen, reden, quatschen, dies, das, Ananas. Warum funktioniert das nicht? YouTube, könnt ihr mir das erklären? Oder könnt ihr mir erklären, wo ich YouTube kontaktieren kann? Ich bin YouTube-Partner auf dem Kanal und ich weiß nicht, wie ich YouTube kontaktieren kann. Und auch wenn würde es, juckt es die eh nicht, Digga. Sind wir ganz ehrlich. Es wäre sehr nett, YouTube, wenn ihr diesen Bug beheben könntet und dass wir alle wieder in Ruhe zocken können. Also in Ruhe streamen können für die, die diesen Bug haben, diesen Anzeigebug, weil es nervt richtig, Digga. Es nervt. Ich habe No Flex, ich habe fast 3K Abos auf den Kanal und es schauen fast keine Leute zu. Ist ja klar. Wer soll denn da zuschauen, wenn der Kanal nirgendwo angezeigt wird? Woher sollen die Leute wissen, dass ich live bin? Also, ja, also es hilft schon, die Glocke zu aktivieren, weil die Leute kriegen trotzdem eine Benachrichtigung, aber es sind dann die einzigen. Ja, dazu wollte ich jetzt noch sagen, ich hoffe, dass es auch jeder mitkriegt. Samstag, liebe Leute, bin ich wieder live am Start und dann, inshallah, funktioniert einfach wieder alles, weil sonst bin ich wirklich regelrecht gefickt. Ja, es ist scheiße, es ist gerade echt belastend, bin ich ganz ehrlich. Dann wisst ihr Bescheid, also euch noch einen schönen Tag, liebe Leute. Jetzt wisst ihr genau nochmal Bescheid und YouTube ist wirklich sehr korrekt, wenn ihr diesen Bug beheben könnt. Wenn irgendjemand Bescheid weiß oder sich auskennt, wie man YouTube kontaktieren kann, sagt mir Bescheid und genau, also einen schönen Tag. Ciao, ciao.